Hey, hier ist der Olli von Session und ich zeige euch heute von Hamer aus der XT-Serie die Special Junior. Hamer Special Junior und im Namen steckt es ja schon Special, man kennt das so ein bisschen von Gibson auch, Les Paul Special Junior, waren immer Gitarren, die so ein bisschen, das ist jetzt ein böses Wort, ne? so Jugendgitarren, die so ein bisschen preiswerter angeboten wurden, um auch, wenn man irgendwie seinen Kindern irgendwie eine Gitarre kaufen wollte, ne? Und der Weihnachtsbaum legen wollte, dass das nicht gleich so teuer wurde. Und eine Special zeichnet sich in dem Fall dadurch aus, dass sie ein P90 am Steg hat und sonst gar nichts. Ja? Und man kann gerade mal auf die Gitarre schauen. Man sieht hier ein Volumen-Potty, ist klar, auch ein Ton-Potty. Ansonsten halt die übliche, halt eben eine Tune-O-Matic, im Prinzip auch wie bei Gibson. Allerdings in dem Fall die Gitarre von Hamer. Und Hamer ist in den späten 70ern berühmt geworden für sehr, sehr hochwertige Gitarren aus USA. Als Gibson und Fender so ein bisschen da niederlag und Sachen auf den Markt gebracht hat, die wirklich alles andere als toll waren, sind so Firmen wie Hamer, auch Jackson, Charvel und sowas hochgekommen und haben wirklich stark viel Boden gewonnen durch Gitarren, die einfach klasse waren. Und man kennt noch die Double Cut, ne? die sieht so ähnlich aus, auch von Hamer, wurde dann meistens angeboten mit einem Flame Top und so weiter. In dem Fall haben wir einen, One Piece ist es nicht, man sieht so ein bisschen zusammengeleimten Body aus NATO, das ist so eine Mahagoni-Unterart, die ist jetzt ja kein super teures Tonholz, aber die Gitarre ist ja auch nicht sehr, sehr teuer, ne? Muss man mal schauen, wenn man eine Gitarre will, die sehr, sehr geil klingt, muss man ein bisschen mehr Geld ausgeben, wenn man eine Gitarre will, die ein bisschen billiger ist, muss man halt mit leichten Einbußen im Klang leben, aber das ist soweit ganz okay. Was mir gut gefällt, ist, dass der Hals recht dick ist, ja, also normalerweise hat man es ja bei praktisch so Anfänger- Gitarren gerade praktisch im unteren Preissegment mit recht dünnen Hälsen zu tun. Und das hier ist wirklich, also Wahnsinn, das ist fast wie so ein 59er Hals von der Gibson, recht massiv und das trägt natürlich auch den Ton. Man kann das so ein bisschen hören, dass da ein bisschen was unterwegs ist. Ja, das hat nicht zuletzt was mit dem Hals zu tun. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, wenn man den Klang von Instrumenten beurteilt. Der Hals trägt und dickt das Ganze sehr stark ein. Ja, ja gut, NATO habe ich schon gesagt. Auf der Rückseite haben wir natürlich geschlossene Mechaniken, wie sich das gehört in dieser Preisklasse auch. Ich meine, die Gitarre ist ja wirklich nicht teuer, ja. Trotzdem hier geschlossene Hamer-Mechaniken, klar, wie sie es gehört. Ich spiele nochmal was auf dem etwas weniger verzerrten, damit man mal so ein bisschen hört, wie klar so ein P90 klingt. Ne? Das ist immer so eine Alternative, wenn man einen Humbucker haben will am Steg oder ein P90, ist ein P90 immer ein bisschen twangiger, sage ich, ja, also man hat natürlich ein leichtes Brummproblem, ist klar, ne? Dafür wird man belohnt mit ein bisschen mehr Twang beim Anschlag, es klingt drahtiger, ne? Ein bisschen so, man kennt es so von so manche frühen AC/DC-Sachen klingen so, ne? So irgendwie so Malcolm Young Seite, ich war links oder rechts, müsst ihr mal hören, es klingt sehr, sehr twangig, ja, dieses Ich habe so ein schönes Klingeln obendrauf, ja, ist weniger so diese drückende Humbucker-Geschichte, ja, sondern eher so, ja, natürlich brummt die Gitarre auch, ist klar, da muss man natürlich einen schnellen kleinen Finger haben, um das Ganze halt wegzudrehen, ist klar, ne, dieses... Ja.
Ja? Und sogar im High Gain funktioniert es. Ich muss nur aufpassen mit dem Brummen. Moment. Jo, da sind wir schon wieder am Schluss. Ich habe euch heute von Hamer die Special Junior gezeigt und wie ihr seht, ich habe die Gitarre direkt aus der Ausstellung gezogen. Alles voller Gitarren, hunderte von Gitarren. Ihr müsst echt noch vorbeikommen. Einfach mal ein paar Sachen anspielen. Wenn ihr zu weit weg wohnt, wir schicken die Gitarren auch raus. Unter session.de ist die Hamer auch einfach zu bestellen, gar kein Problem. 33 Tage haben wir Moneyback, 66 Tage Umtausch. Und ja, mir hat Spaß gemacht und ich sage tschüss.